Also wie? Ja, das ist ja genial. Na gut, alles klar. Da bin ich ja beruhigt, dass das so funktioniert. Sehr schön, sehr schön. So, habe ich hier noch was? Goldendings, warum habe ich alles noch da drin liegen? Habe ich noch hier was? Natürlich habe ich hier noch was. Jetzt brauche ich im Moment nicht. Ich habe ja die Dinge schon angeschlossen. Ich werde jetzt meine Dings anschließen hier. Ach ja, jetzt muss ich ja noch was craften. Das habe ich vergessen. Scheiße. Aber ist ja nicht schlimm. Ich kann ja hier durchrennen. Ich habe hier auch ein Crafting-Table hingestellt. In weiter raus. Ich brauche jetzt dieses Becken. Ist das das Becken? Jawohl. So, dann kommt der ganze Scheiß wieder raus. Da. So. Wir werden jetzt das Ding dahin basteln. Und zwar hierhin. Jetzt muss ich überlegen. Hierhin. Dahin. Nee, ich muss hierhin. Ich muss dahin. Was ist da drin? Was sind da für eine Plörre drin? Also gar was drin. Da muss ich hin. Dann muss ich so ein Ding da dran machen. Und ich muss das Bassin unten drunter. Und ich brauche einen Hopper. Ein Hopper ist natürlich blöd. Ich habe nämlich kein Eisen mit. Das liegt oben im Dingsbums drin. Das ist natürlich dumm. Irgendwie. Aber ja, es ist so, wie es halt so ist, ne? So, einen Hopper brauche ich. Ein Hopper ist. So. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Und ich brauche, das brauche ich nicht. Ich brauche das, was ich nicht habe. Und zwar Kisten. Ich brauche Kisten. Ich nehme alle Kisten. Hol mir die. Weil wir müssen sowieso noch umwandeln. Wir müssen noch Chests bauen. Einige. Das war doch so, oder nicht? Ach nee, das muss ja weg hier. So was. Jetzt muss ich überlegen, brauche ich einen oder ich nehme mal zwei Hopper mit? Ich weiß es nicht genau. Muss ich jetzt ein oder zwei Hopper da, von da nach da? Von daher, ich brauche zwei Hopper. Ich brauche zwei Hopper. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Chest. Und zwar brauche ich Diamant und Goldchest. Eine Goldchest mache ich aus einer einen Chest und die mache ich aus einer Goldchest, oder? Gold, Diamant und Glas. Und die mache ich aus Eisen. Und Eisen mache ich Holz mit Iron drumherum. Alles klar. Aber Iron habe ich nicht mehr so viel. Beziehungsweise ich muss jetzt zum Beispiel mal hingehen und mal den ganzen Scheiß, den ich da habe, einfach mal aus den Kisten da vorne holen. Das mache ich jetzt mal schnell. Damit das mal leer wird. Sonst habe ich überhaupt keinen Überblick mehr. Wäre auch ein bisschen blöd, weil dann habe ich immer noch Zeug hier drin liegen. Und weiß nicht, dass ich es habe. Das ist halt doof, ne? So, und dann schmeiße ich die ganze Scheiße da rein, bitte. Und dann kann er das ja schön da rein sortieren. Und dann sehe ich nämlich dann auch alles. Weil in die Gold Chests geht ja mehr rein. Und ich werde hinten dran eine Reihe Iron Chests machen. Diamond. Weil die einfach noch ein bisschen mehr Kapazität haben. So, jetzt kann man doch hier hingehen und einfach hier die Scheiße wegmachen. Weil die brauche ich sowieso nicht. Den lege ich nämlich auch vorne rein. Die wandern dann nämlich um. Weil hier kommt die aber als ganz was anderes dahin. Hier werde ich nämlich hingehen und für, habe ich mir überlegt, für die Steine, also Cobblestone und so, Stein und Holz, werde ich die Barrels aufstellen und werde die dann einfach nur rüberstellen, weil das andere ist alles Quatsch. Warum soll ich das Zeug in eine Kiste rein tun, wenn ich die Barrels zur Verfügung habe? Das wäre ja blödsinnig. So, da können wir noch ein bisschen was dazu packen. Ja, voll. Also das wäre blödsinnig, das mache ich auch nicht, das wäre Quatsch. So, jetzt muss ich das hier da oben reinschmeißen. Zip. So. Dann haben wir das auch schon hier zusammengebastelt und dann kann man den ganzen Scheiß wieder hier reinwerfen. Ist doch einfach cool, oder? Also mir gefällt das. Ich kann es immer noch nicht fünf. Ah, jetzt habe ich die. Ich bin so blöd, jetzt habe ich die Kisten wieder weggeschmissen. Ich bin so ein dummer Beutel manchmal. Also, Scheiße. Naja, was soll's? Drauf geschissen. Luft geschissen, die hole ich mir dann auch wieder. Ist ja kein Problem. Also das ist ja das geringste Problem mittlerweile. Das ist ja auch das Gute dran. Dass das einfach super funktioniert.
Ach ja. Ein bisschen Lauferei ist es und jetzt ein bisschen langweilig für euch, denke ich. Aber wenn das dann richtig funktioniert, dann ist das schon mal schön. Wenn ihr da Fragen habt zum Nachbauen oder so, kein Problem, fragt es einfach. Schreibt in die Kommentare oder guckt uns einfach das Video 100 und... Was war es denn? 111? Ich glaube, beim Video 111 oder so habe ich das schon mal erklärt, was ich da gemacht habe und wie es funktioniert. Meine ich jedenfalls. 111 war es. Ja, ich meine schon. Und dann seht ihr jetzt. Könnt ihr ja gucken und dann könnt ihr jederzeit nachfragen, wenn irgendwas sein sollte, wenn ihr es nicht schon bei dem alten Video gemacht habt. So, das ist doch alles schön, wie das hier funktioniert, oder? Jetzt könnte ich noch natürlich noch Beschleunigerchips noch mehr auf die Beschleunigerchips drauf machen. Weil ein Ding fehlt mir ja noch. Bei dem einen Chip. Ich habe jetzt so einen Extractor-Chip, habe ich ja schon verbessert. Aber da fehlt mir noch ein Chip. Ein Erweiterungschip, den werde ich... Was sind das hier? Den Erweiterungschip werde ich auch noch craften und dann da drauf machen noch als letztes. Und dann hat man da einfach hier eine Ruckzuck, eine Geschwindigkeit drauf. Die ist einfach Wahnsinn. So. Und hier dürfte nichts mehr drin sein. Ach, da ist auch noch was drin. Ich habe auch ein Haufen Zeug hier. Ist ja unmöglich. Habe ich da noch was drin? Nee. So, den nehme ich auch wieder mit. Da stellen wir dann die Bärbels hin, wenn es soweit ist. Habe ich noch Platz? Ich habe sogar noch Platz. Oh, da kann ich ja noch mehr mitnehmen hier. Machen wir das doch mal mehr voll. Machen wir doch einfach voll, dass der ganze Scheiß dann in den Goldkisten drin liegt. Wie sich das gehört. So. Oh, hab ich das rausgenommen. Also, und wie wichtig ist hier dieses Rooted Junction Pipe? Ist ganz wichtig, dass das dann wirklich auch an jeder Kreuzung eingesetzt wird, sonst schwirrt wirklich das Zeug einfach kreuz und quer in der Gegend rum und dauert ewig, bis es dann dahin kommt, wo es hin soll. Und da müsst ihr wirklich drauf aufpassen. Also ich habe es gemerkt, wie ich die Smeltery angeschlossen habe. Und da habe ich auf dem Weg nach unten, ich habe nach unten gebaut, habe ich vergessen, das, dieses Dings zu setzen, dann ist es erstmal hier alles schön hinten in die Dings reingelaufen, in die Kisten und ja, scheiße war es mit Smeltery. Kein Bock gehabt. Es war ein bisschen doof, aber es passt schon alles soweit. So, jetzt haben wir auch gleich alles geschafft. Ich glaube noch zwei, dreimal hin und her latschen, dann ist wirklich alles erledigt. Dann haben wir alles hier reingeworfen, was da ist, und dann können wir dann auch schön aus dem Vollen schöpfen. Weil wir dann auch alles angezeigt bekommen, was wir denn so haben. Was auch wichtig ist, meiner Meinung nach. Und dann können wir endlich anfangen, uns das Glas zu brennen. Da werde ich nämlich da ein paar in die Smeltery ein bisschen Sand reinwerfen. Und gut, ist oben habe ich schon geschafft. Genial. Können wir den Scheiß schon abbauen. So, hier hinten kommen dann Diamond-Kisten hin. Und hier drüben kommen Barrels hin. Und von hier die. Diese Kisten sind auch leer, oder? Ich auch mal weg hier. Wie sieht das aus? Hier sieht ja aus. Sieht ja hier. So, aber eins werde ich tun. Ich werde eine Kiste hier neben hinstellen. So als Ersatz-Schnuddelkiste. Für alle möglichen Krimskrams, sag ich mal. So, dann nehmen wir den ganzen Scheiß jetzt hier rein. Das noch weg. Das machen wir jetzt gleich. Die Diamanten durch. Auch nochmal kurz weg. Was haben wir hier drin? Ach, da haben wir die Scheiße drin. Hier haben wir. Das drin, der Hopper und alles, alles gut. Dann werde ich jetzt erstmal jetzt schnell das andere Ding hier anschließen. Also die andere Smeltery, damit ich mein Glas dann reinpuffen kann. So, wie sieht's denn aus? Noch was? Ach du Scheiße, ist denn Haufen Zeug drin? Alter. Das ist alles Copper. Iron ist das. Copper ist nur noch hier unten ein bisschen drin. Ach, da war aber wirklich was auf Lager. Leckt mich am Arsch, war dann auf Zeug auf Lager. Meine Fresse. Was jetzt natürlich hier schon hat. So, hoppe. Was jetzt ganz wichtig ist, wenn ihr wollt, dass es von da nach da geht und von da nach da in die Kiste, ihr müsst an der Seite anfangen, linke Shift-Taste drücken und dann auf die Kiste und den Hopper setzen. Und den Hopper
linke Shift-Taste drücken und dann auf den Hopper setzen, sonst fällt die Scheiße nur unten in den Hopper rein und geht nicht weiter. Das ist wichtig. So, hier auch linke Shift-Taste draufsetzen. Und dann könnte man theoretisch schon loslegen. Das werde ich mir noch... Ich habe natürlich kein Holz dabei. Natürlich habe ich kein Holz dabei. Es ist ja wieder... Kann ich mal hier einen Baum hier irgendwo umhacken schnell? Ich bin so ein Doofkopf. Dass ich mir das vergesse manchmal, hier so Holz mitzunehmen. So, ne, so hacken wir mal schnell hier so ein, zwei Bäumchen um. Bevor wir dann wieder schlafen gehen, weil es dann wieder Zeit ist und wir müde sind. Haha! Das ist ja hier ein paar Holz umgehackt und fünf Zeppelin rausbekommen. Dann werden wir das auch gleich wieder nachpflanzen. Jui! Also ich weiß auch nicht, kann mir vielleicht auch einer erklären, vielleicht weiß es ja jemand, der zuguckt, warum ist es unterschiedlich, welche, wie groß die Bäume werden. Manchmal habe ich, ja, ich weiß auch nicht, ich kriege dann manchmal Bäume, die sind riesig groß und dann habe ich manchmal Bäume, die kannst du echt eine Pfeife rauchen, weil da einfach nichts rauskommt. Zum Beispiel auch ein Dingenskirchens hier. Ach, ich bin ja doof, das ist ja auch blöd hier, das ist ja Quatsch, das Ding hinzumachen. Das will ich ja gar nicht hinmachen, ich will ja das andere Ding hinmachen. Ach ja. Was man in dem Kopf hat, hat man in den Karotten. Ich brauche hier aber das andere Teil da, dieses komische ja, Dingensbummens. Wenn ich wüsste, wie es heißt, können Sie es ja suchen. Aber ich habe keine blassen Dunst, wie das blöde Ding heißt. Da ist es. Da brauche ich eine. Eine Fluidukt. Genau, das war's. Achso, und den Schlüssel brauche ich. Ich brauche ja den Schlüssel noch, den Hammer. Dingenskirchens, den brauche ich. Weil, damit kann ich, das ist ja der einzige, wo ich die Richtung stellen kann, ist ja mit diesem Question Hammer oder wie das Ding auch immer heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Also komische Name. Weil ich möchte dann auch in Zukunft, dass das dann auch automatisch laufen kann. So. Einstellen. Probieren. Ne, probieren wir jetzt nicht. Das Ding ist ja noch voll, das will ich nicht. Wie sieht's denn aus? Ach du Scheiße. 85 Eisendinge haben wir da noch zu brennen. Und ein Nugget. Das ist ja Wahnsinn, ey. Also das ist schon eine Hausnummer. Und da brennt auch noch ein bisschen. Aber das, ihr seht ja, das geht ja hier. Das ist ja das Schöne hier dran. Es ist auch ein bisschen dunkel hier, oder? Ich bräuchte mal ein bisschen Licht bräuchte ich ja schon, ein bisschen Kohle oder so wäre mal nicht schlecht. Aber ihr seht hier die Eisenproduktion, das ist einfach genial. Das wird vom System direkt eingespeist, es wird hier gebrannt, folgt unten in den Hopper, in die Kiste rein und dann weg. Wieder zurück ins System. Und dann ins Lager. Es ist einfach genial hier, genial, sage ich nur. Also es ist schön, dass man sowas bauen kann, das gefällt mir. Und da denke ich, dass man noch viel andere Sachen auch noch bauen kann. Das Hallo? Hier, was ist denn die Tür von der Nase zu oder was? Ich glaube, es geht los hier. Aber da muss man nochmal gucken, da kriegen wir bestimmt noch ein paar andere Sachen hin. Da, ich brauche jetzt mal Kohle. Kohle wäre mal nicht schlecht. Ich habe aber fast überhaupt keine Kohle mehr. Dann brauche ich Holz. Dann immer Holz, machen wir jetzt erstmal ein bisschen Kohle. So, dann brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Holz, damit wir Kohle produzieren können. Wo habe ich denn genug Holz? Gar nirgends mehr. Ich muss dann wieder Bäume umhacken und so. Ich sehe das schon. Ich habe fast alles aufgebraucht. Das ist natürlich auch der... Also, wir sind ja auch die Spezialisten hier. So, beim Holz ist es wichtig, dass wir das Ding hier noch...